bin übrigens Bettnässer. Yo Leute, grüßt euch erst einmal. Heute mal wieder eine Challenge. Und zwar werden uns Flachwitze oder Titel, irgendwas wird uns vorgelesen. Und wir sitzen uns alle vier gegenüber und haben Wasser dabei im Mund. Okay. ich möchte nochmal daran erinnern, dass ich gerade so eine Verlosung habe von Shirts. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal mein letztes Video abchecken. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an. Große Säcke. Große Sack. Das Besteigen der Lämmer. Alfred küsst Korkenvögel. American History 3. Wir spritzen im Süden. Ey, wie war das? Meine Cap ist nicht so voll, oder? Hä? Hat sie geregnet? Ja, so. Oh Mann. Aber ich lache immer zu 90%, weil er mich anguckt. Immer so. Aber du nicht. Nackt zerhackt und angekackt. Ey, ich schwöre, mir ist gerade die Kotze voll abgekommen. Wirklich? Richtig gekommen. Kotze? Ja, ich hab's gerade richtig im Mund gehabt. Ey, ist jetzt eine Kotze okay? Ich hab's richtig fast gemeint, ne? Ey, es war richtig knapp gerade. Ich hab's nicht so gerade. Ey, ich war... Boah. Sag. Richtig Würfelhusten. Ohne Witz. Sie können Feuerwehrmänner werden. Nein, danke. Entschuldigung, danke. War halt auch gar nicht so witzig, oder? Nee. No. So, das Vermächtnis der Drachenreiter. Das Vermächtnis der Lachenreiter. Mhm. Moby Fick im Arsch des Pottenwalds. Inzestbauern vom Ramlau. Monsters of Cork, das Schwanzfestival. Ey, geil, danke, Mann. Der korrekt, egal. Hör mal, wer da nagelt. Der mit dem Wolf bumst. Okay, jetzt ändern wir das Spiel 1 gegen 1. Psst. Was ans Maul? Porn Wars, Periode 4. Die Rückkehr der Analritter. Es wird geschluckt, was in den Mund kommt. Bonnie in Kleist. Oi, das läuft! Aber ich glaube, oh, guck mal, wie weit du gespuckt hast, Alter. Sorry. Ey, ich muss nie wieder duschen gehen. Ist wirklich so. Fangen wir mal mit einem Klassiker an. Analien und die wunde Schlampe. Pulp Fiction. Andere Länder, andere Titten. Mann, das ist übertrieben, ne? Ich musste gerade so an die Tellernippel denken, ne?
Okay, Leute, letzte Runde. Jetzt nochmal richtig harte Dusch-Action. Okay. Dreh mal ein bisschen das Geld und Prost. Okay, dann fangen wir mal direkt mit dem ersten an. Dornröschen. Animal Farm, jetzt ficken wir Tiere. Ja, wenn man sich verschluckt. Den Mund so voll macht, dass wirklich kein bisschen Luft reinpasst. Dann schluckt ihr so ganz bisschen und dann wisst ihr, was ihr machen könnt, dann müsst ihr husten. Hat sie gerade nicht, wollte ich nur sagen. Bereit? Gay Watch. Die Riesenschwänze von Malibu. Wolltest du dir? Ich kann mein T-Shirt so in die Tonne schmeißen, ne? Okay, letzte Runde jetzt. Oh. Warte mal ganz kurz. Okay, kann ich? Jane Blond, Goldficker. Ey, Goldficker. Okay, die Wohnung habe ich jetzt gewischt. Ich hoffe, ihr fand das Video so ein bisschen witzig. Wir haben halt auch gar nicht gelacht. Das Video wird auf seinem Kanal oder die gleiche Challenge mit Flachwitzen wird separat auf seinem Kanal nochmal hochgeladen. Am gleichen Tag? Also wenn ihr das Video geguckt habt, direkt meins auf checken. Ist logisch, oder? Logisch. Nein. Wir haben uns für euch um 4.42 Uhr mal wieder hingesetzt, weil wir nichts Besseres zu tun hatten und haben dieses Video abgedreht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben auch ein bisschen gelacht und lasst einfach... ein bisschen. Wir haben uns nass gelacht. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und abonnieren, das wäre schon richtig kommentieren, wie ihr es fandet. Also, das ist immer so für einen selber, wenn man das Video hochlädt, immer so eine kleine Hilfe, wenn man einfach viel kommentiert, weil man sich dann selber daraus aus den Kommentaren viel ableiten kann, ob man jetzt sowas nochmal bringt oder was man als nächstes mal bringen kann. Das hilft einem auf jeden Fall. Und check nochmal sein Video ab zu der Verlosung, zu diesen Urge-On-T-Shirts, die ihr verlost. Genau, die habe ich alle selber gemacht. In dem letzten Video könnt ihr das nochmal angucken. Und checkt meinen Kanal ab. Reses Kanal könnt ihr auch abchecken und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, Mittag, Tag, Morgen, was auch immer. Ciao.